Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Bard's Tale 1. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind in der Kanalisation Level 2. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was uns da alles erwarten wird. Es sieht ein bisschen anders aus als oben. Also zumindest der Boden hier sieht ein bisschen anders aus. Aha. Wir bekommen 13 Spinnen. Ich glaube, ich mache mal die Schocksphäre einfach mal, um sie auszuprobieren. Ist ja jetzt auch relativ neu. ...34 Schaden. Ja, doch, das ist ordentlich. Das andere hätte es wahrscheinlich auch getan. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren, diesen neuen Zauber, den wir da jetzt können. Okay. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Wir sind jetzt Beschwörer Stufe 6, 5. Okay. Und Icarus ist jetzt Verwandler 3 und Hexer 2. Das heißt, da könnten wir demnächst auch eine neue Klasse machen. Also, beziehungsweise müssten wir bald auch neue Zauber kriegen. Müssten wir eigentlich bald auch neue Dinger kriegen und dann, ja, genau. So, da geht's nicht weiter. Kurz aufs Ding gehen. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wir gehen erstmal nach Norden, hätte ich gesagt. Da ist anscheinend nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist was. Ein Söldner. Und ein Zombie. Und angreifen. Mal sehen, vielleicht finden wir ja hier noch irgendetwas. Ich meine, hier sollte es ja auch besseren Loot geben, denke ich doch mal. Also hier ist jedenfalls schon mal nicht wirklich was. Moment, da waren wir noch nicht drin. So. Noch eine Tür. Und da ist eine Falle da hinten. Ah ja, und das geht wieder auf diese Seite rüber. Ja, was soll's. Ah, okay. Es ist nur ein kleiner Raum. Gut, dass wir das gemacht haben. Aber die Falle hier, ja, ein Glück wird sie noch angezeigt. Sie geht ja nicht verloren quasi, wenn sie... Okay. Wölfe angreifen. Und du machst einen Fernangriff auf den verrückten Hund. So. Da waren es nur noch 4 Wölfe. Und ja, das ist jetzt noch nicht so die Welt. Vier Schadenspunkte, wow. Und ein Wolf blieb übrig. Ein Wolf blieb übrig. Okay, das war's. Pfeiler mit 30 Schaden. Ah, aber das geht. Und Icarus hat jetzt auch eine... Oh, Moment, da haben wir ein Ding. Das war wahrscheinlich nur... Hier sind einige verrottete Kleidungsstücke und Knochen. Sonst haben wir hier nichts. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Ja, das Ding... 10 Spinnen, wow. Das Ding ist... Äh,
wie soll ich sagen, doch relativ geradlinig momentan. Nicht so wie das andere. Ikarus haben wir jetzt auch eine neue Stufe. Da ist jetzt die Frage, ob wir neue Zauber kriegen. Aber ich will jetzt nicht schon wieder hochrennen. Vielleicht wollte ich das in der Pause mal machen. Vielleicht probieren wir auch einfach mal nochmal die Dings aus. Die, was ist hier? Wir haben getroffen 10 Spinnen. Diese Dings aus. Diesen einen Zauber, ob der jetzt funktioniert oder auch nicht. Ach, kämpf mal gegen die Zombies. Und du musst das hier machen. Und ihr verteidigt mal wieder. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch einen verrückten Hund. Wir haben noch 3 Zombies. Ein Zombie. Und wir brauchen, glaube ich, neue Pfeile wieder. Und mutig weiterkämpfen. Halt. Moment. Das geht. Du kannst ja noch angreifen. Weil wir uns verbeugen haben. So. Sehr schön. Erfolg. Lederhandschuhe und Geld und dergleichen. Scantia, du brauchst, glaube ich, wieder neue Pfeile, oder? So. Okay, also hier geht's doch ein bisschen weiter, als ich gedacht habe. Das ist nicht nur ein kleiner Raum. Vier Skelette. Okay. Und danach muss ich noch mich nochmal, glaube ich, nochmal genau anschauen, wo wir gewesen sind. So, jetzt schauen wir nochmal. Ah ja, jetzt sind wir wieder relativ am Anfang von dem ganzen Ding hier. Dann lasst uns diese Dinger hier noch anschauen. Lasst uns vielleicht hier mal rübergehen. So, jetzt müsste das da fertig angeschaut sein. Schauen wir mal hier rein. Verteidigen. Ach, wirkt mal sauber. Dann sind die schwarzen Witwen auf jeden Fall alle... Ach, zweimal vergiftet. Puh. Okay, in dem Fall, wir werden auf jeden Fall einmal das Fleisch machen, um Fala zu heilen. Aber Tag hat noch so viel HP. Das machen wir, wenn Tag auch ein bisschen mehr HP verloren hat, glaube ich. Ah, und wir brauchen einen neuen Kompass. Kompass müsste man neu machen und schweben. Das haben wir noch, das haben wir noch. Das geht auch noch, aber wir sollten vielleicht, was war's, ein Schild noch machen. So, jetzt sind wir wieder voll da. Okay. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite hier drüben. Ja, okay. Schauen wir mal hier rein. Was haben wir denn da alles? 4 Orks, 7 Orks und 2 Zombies.
Du versteckst dich, du verteidigst und du wirkst, glaube ich, wieder ein sauber auf die 7 Orks. So. Ich glaube, mittlerweile kann ich das auch tatsächlich wieder ein bisschen schneller einstellen, weil so viel, man schaut auch nicht so richtig nach, was da steht. Ich jedenfalls nicht so richtig. Ich werde es wieder ein bisschen schneller einstellen, weil, ja, ihr wisst ja, wie es, ihr seht es ja selber, wie es ist. So, verteidigen, verteidigen und töten. Fallen mit Klingen, 91% Chance, ein Mithril-Schild. Und ein Ort der Dunkelheit. Erst einmal Mithril-Schild. Das war doch für Krieger, Paladin, Gauner, Bade und Jäger. Du hattest schon was. Idria hatte noch das Buckelschild. Du kannst, glaube ich, das Mithril-Schild nicht. Nein. Tag hat schon ein Mithril-Schild gehabt. Du hast ein Turmschild noch gehabt. Das heißt, das, du kannst das Schild noch ansehen. Auch wieder eine Rüstungsklasse mehr. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Ja, also Mithril-Kette, Mithril-Schild, Mithril-Schwert. Gar nicht mal schlecht. Fehlen noch die Mithril-Handschuhe, Mithril-Helm. So. Mussten wir bei dir nochmal... Pfeile haben wir noch, okay. Aber jetzt müssen wir hier nochmal nachschauen. Also, da geht's nicht weiter. Oh, halt mal, da ging's weiter. Dunkelheit. Oh, das ist ein... relativ großes Ding hier. So, da geht's auch nicht weiter. Mann, 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 Mann. Ein Zombie, da müssen wir nicht viel machen, glaube ich. So, hier mussten wir, glaube ich, hoch. Da geht's auch weiter. Hey, da geht's aber lange weiter. Da geht's aber ganz schön lang weiter. Oh. Ich wollte doch das Ding noch einstellen. Noch eine Flöte. Optionen. Gameplay war das, glaube ich. Die Textschallgeschwindigkeit war es, glaube ich. Das machen wir wieder ein bisschen hoch. Ah, guck mal, jetzt sind wir... Ah, da war noch eine Falle. Jetzt sind wir hier draußen wieder. Wir gehen durch die Tür. Da haben wir überall Dinger. Da geht's weiter. Das sollte eigentlich schon passen. Erfolg. Lederrüstung. Und was ist das da? Ach, hier sind wir draußen wieder. Ich würde nämlich ganz gerne hier noch dieses ganze Ding hier fertig anschauen. Diese ganze Dunkelheit-Ding hier. Keine Ahnung, was das ist. Ich speichere mal kurz. Unter dir ist ein Portal. Wir könnten hier Portal nach unten. Wenn ich das mache, sind wir auf einmal in Level 3. Okay. Wir machen mal weg.
So. Hier sind wir wieder in der Dunkelheit. Dann können wir uns hier einfach nochmal genauer anschauen. So, hier sollten wir nochmal einen Zauber machen. Einen, was war es? Fallenfix. Theoretisch sollte doch jetzt diese Falle hier weg sein, falls die nicht schon vorher weg gewesen ist. Ja, da haben wir auch alles. Ja, dann haben wir dieses ganze... Ne, da oben ist noch was. Sie in Ruhe lassen. Genau. Huch. Ah, und da ist jetzt... Moment. Ach so, das ist blockiert. Hier ist auch blockiert. Alles klar. Uff, das ist ein ganz schön großes Gebiet der Dunkelheit, wo nichts bringt. Also wo keine Dinger funktionieren. Ach du Schande. Und wir haben einen Weg nach unten gefunden. Nach unten führendes Portal. Ja, okay. Alles klar. So. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Dann haben wir... wir machen mal weglaufen. Dann haben wir doch, glaube ich... super. Das hat's jetzt gebracht. Oh Mann, das hat's jetzt wirklich gebracht. Ach, du Schande. Okay. Ja, dann gehen wir wieder zurück, hätte ich gesagt. Wo geht's zurück? Da geht's zurück. Und dann schauen wir uns noch weiter um. Also, ich kann mir nicht vorstellen... also, ich kann mir auch vorstellen, dass wir noch einiges hier finden werden. Entweder weitere solche Sachen wie das hier, verrottete Kleiderdinger oder natürlich auch Sachen zum Finden. Wobei der Loot hier in dem Spiel ist doch relativ... Ja, das war eine Falle. Super. Lauf mal kurz weg. So, hier sind wir wieder. Und wir machen Orael größere Enthüllung. So. Wir haben es geschafft, hier wieder rauszukommen. Aber da müssen wir nochmal durch. Es sei denn, es geht vielleicht auch ein anderer Weg hier lang. Okay. Ah, auch interessant, wo es da lang geht. Oh, und da unten war noch was, das habe ich noch gar nicht gesehen. Etwas riecht. Hm. Da ist jedenfalls nichts. Das ist eine pure Sackgasse. Können wir hier noch lang gehen? Bleiben wir mal hier oben. Da dürfte auch nicht wirklich was sein. Okay. Ja, interessant, interessant. Vielleicht kriegen wir entweder nur einen einzelnen Raum oder nein, es ist tatsächlich so, wie ich mir jetzt gerade dachte. Was ist denn das da? Wir kommen hier auf jeden Fall wieder zurück. Okay. Das heißt, da unten haben wir noch eine Tür, wo es weitergeht. Da geht es noch weiter. Also wir haben hier noch einiges zu erkunden. Ach, das ist eine Tür. Die sieht aber auch ziemlich krass aus hier. Ja, die machen jetzt ganz schön Schaden hier. Was? Ich wollte Schatten verbergen machen. Ihr habt nicht mehr viel AP, ZP meine ich natürlich. Lassen wir mal. Ja, es gehen... Oh, Lyanna sieht nicht gut aus. Lyanna sollte auch geheilt werden.
Beschwörer, wir machen erst die Beschwörer hier weg. Du greifst an die Orks. Du wirkst sauber und zwar die Heilung auf Liana und du verteidigst. So. Und wir haben noch die Orks. Und das war es. Sehr gut. Sonst ist hier tatsächlich nichts drinnen. Also da kommen wir jetzt nicht weiter. Wir könnten mal. Ja, genau, das machen wir. Wir gehen jetzt mal hier hinten lang. Wir machen. Nee. Zombies. Und du machst einen Fernangriff auf die Hexer. Du verteidigst und du wirkst sauber das hier auf die Jademönche. So. Dann sollten die mal Jademönche weg sein, denke ich. Ja, die Hexer machen da gerade doch ein bisschen Probleme. Hat der Zauber hier nicht geklappt? Ich weiß es gar nicht. Das ist das Problem, wenn das so relativ schnell geht, ja. Ja, wir müssen definitiv noch mal ein bisschen auch mal wieder heilen, hochgehen, heilen, ZP wiederherstellen. Aber dann dauert so ewig lang, bis man wieder hier unten ist. Und den nächsten Kämpfer. Tack, nur noch 10. Uah. Angreifen, 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 angreifen. Schatten verbergen. Wirkt ein Zauber. Erneuertes Fleisch auf Tack diesmal. Dann wird das Gift auch gleich geheilt. So, sieht schon wieder besser aus. Sehr gut. Und noch ein weiteres Mithril-Schild. Moment, du hattest schon dein Mithril-Schild. Du konntest kein Mithril-Schild. Du hattest dein Mithril-Schild. Liana hatte schon ein Mithril-Schild. Du konntest, glaube ich, kein Mithril-Schild anziehen. Ja, doch, es geht. Nee, es geht nicht. Dann ist der Langbogen nämlich weg. Da muss ich mir entscheiden, Langbogen oder lieber mit Drillschild. Da wir hier eher Fernkampf machen wollen. Wobei mit dem Schattenverstecken bringt es natürlich auch was, wenn man dann. Nee, wir lassen das so. Wir lassen das so. Und die anderen konnten ja nichts machen. Okay. Dann sind wir hier auch fertig. Dann können wir hier runtergehen. Hier ist nichts. Ah, okay. Sackgasse. Und wieder vergiftet. Yay. Entschärfen. Erfolg. Kettenhemd. Ja. Ja, das ist auch irgendwie sehr interessant. Oh, und wir haben getroffen. Nee, das war nur, wir haben nur, was wir getroffen haben. Okay, dann sind wir hier quasi fertig. Dann müssten wir entweder hier rausgehen und dann hier lang gehen und nach unten gehen. Oder hier lang gehen, waren wir noch nicht. Oder wir gehen hier lang oder hier lang. Ich würde sagen, na, das schauen wir mal, dass wir das beim nächsten Mal weitermachen. Dass wir hier weiter erkunden. Moment. Wenn ich hier schaue, das war ja auch nur getroffen schwarze Witwen. Das hier, verrottete Kleidungsstücke, Spinnen. Das war alles nicht wirklich was Wichtiges. Nö. Ja, gut.
Ein bisschen, also man sieht ja, wir haben noch relativ viel zu erkunden hier. Aber ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen schneller als bei Level 1. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Kann sein, dass ich mich da allerdings auch irre. Ich probiere vielleicht nochmal diesen einen Zauber aus, den wir haben, um hochzukommen. Um vielleicht mal unsere Leute nochmal zu heilen. Oder schau mal, ob ich finde, wie der Zauber richtig funktioniert. Wenn ich das so mache, dann könnte man vielleicht Ikarus noch die nächste Zauberstufe machen. Oder Level. Das kommt drauf an. Wenn es nur ein Level ist, dann würde ich es vielleicht machen, den Level, und dann wieder runtergehen und dann sehen wir uns hier wieder. Wenn es aber so ist, dass wir noch eine Stufe auf Level 3 kommen, dann würde ich vielleicht das dann nicht weiß, dann nicht vielleicht, sondern dann würde ich das natürlich mit euch machen. Schauen wir mal. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.